Auf geheimnisvolle Weise landen sie auf jedem handelsüblichen Band. Ein Kassettenrekorder auf Aufnahme, ein paar Fragen ins Mikrofon. Die Antwort hört man erst bei der Wiedergabe. Sagt zumindest der Chef der deutschen Tonbandstimmenforscher. In seinem berühmten Fidelio-Köberle-Koffer lagern die wertvollsten Aufzeichnungen. Die Totenstimmen von Marilyn Monroe, Selbstmordpapst Jean Améry oder sogar Adolf Hitler. Ich finde, es ist eine wichtige Sache, den Menschen zu sagen, ihr sterbt nicht in Wirklichkeit. Ihr sterbt zwar, aber ihr seid dann nicht tot. Ein Toter half sogar, den Mord an sich selbst aufzuklären. Ein Tonbandstimmenforscher hatte ihn gefragt. Er spricht einen auf offener Straße Erstochenen an und fragt im Sinne der Vermutung, dass der Liebhaber, dessen Frau, der Mörder sei. Kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Und darauf kommt, sie war's. Das heißt, nicht irgendein Mann, sondern die Ehefrau selber war der Mörder. Und kurze Zeit später hat sie auch gestanden, ihren Mann erstochen zu haben. Kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Sie war's. Kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Sie war's. Kennt deine Frau den Namen deines Mörders? Köberle behauptet, Tote seien immer in der Nähe. Wir fordern ein Experiment. In unserem Beisein soll Fidelio Köberle den toten Kaspar Hauser rufen. Kannst du uns sagen, wer dich umgebracht hat? Ein paar Minuten später ist etwas auf dem Band, ganz schwer zu verstehen für das ungeübte Ohr, entdeckt Köberle ein Signal. Ich höre da so etwas, womit ich nichts anfangen kann, brückenfest. Brückenfest. Die Recherche ergibt, nächstes Jahr wird es in Kaspar Hausers Todesstadt Ansbach zum ersten Mal ein Brückenfest geben. Werden wir dort die Wahrheit über ihn erfahren?